Jetzt sehen wir diesen Schriftzug hier, das Zitat von Jesse Owens, dem vierfachen Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele in 1936. Und sein Zitat wollten wir hier im Innenhof sichtbar machen. Und wir sind für das grafische Gesamtkonzept hier zuständig. Und die Schrift hier, die wir hier sehen können, erscheint dreidimensional. Wir sind erfahrene Grafiker, aber in der Größe ist es schon eine Superlative für uns. Und wir arbeiten auf Plänen im Maßstab 1 zu 100 und da ist die Schrift klein und die Maße sind genau. Und wir schieben die Schrift hin und her, ganz gewissenhaft, kleinteilig. Und dann kommt der große Moment, wo man die Schrift in Originalgröße produzieren lässt. Dann hat man Musterbuchstaben, dann hält man die Musterbuchstaben nochmal an die Fassade, um wirklich sicher zu sein. Stimmen die Größenverhältnisse? Ist die Schrift so aufdringlich? Ist sie bescheiden genug? Wird sie Teil der Fassade? Das war uns eine wichtige Intention. Wir wollen ja keine Leuchtreklame hier machen, sondern es soll Kunst am Bau sein. Und Teil der Fassade werden. Wir haben uns mit den Architekten abgestimmt, was die Farbigkeit betrifft. Das Denkmalamt hat seinen Segen dazu gegeben. Es sind auch viele Köpfe, die da mitentscheiden, mitbestimmen können. Aber wir als Gestalter in aller Bescheidenheit haben da die Federführung und sind jetzt schon, ja, schon stolz, wenn man die hier in der dritten Dimension sieht, in der Originalgröße, in der farblichen Abstimmung zur Fassade. Lichtschatteneffekte stimmen, Abstände stimmen, stille Linien, Fluchtlinien sind gelungen.